Hallo, schönen guten Abend. Ich wollte euch heute mal eine Serie vorstellen, die wirklich gut ist. Ich wette mit euch, die meisten kennen die Serie gar nicht, weil die so unbekannt ist. Die Serie lief damals auf MTV und zwar Faking It. Die Serie finde ich sehr unterhaltsam, es ist eine Comedy-Serie, sehr lustig, gute Charaktere, sympathisch ohne Ende. Hauptcharaktere sind Amy und Karma, beide beste Freundinnen, die an ein Unikum, Highschool kommen und vorgeben, ein lesbisches Paar zu sein, um Aufmerksamkeit zu haben. Wahre Schulpärchen und so, alles gewonnen. Fake die vor. Das Problem ist halt irgendwie, Amy ist sich unsicher, ist wirklich lesbisch und dann verliebt sie sich wirklich in Karma und dann gibt es halt hin und her so gesehen. Dann gibt es dann noch einen Charakter irgendwie, weil Karma hat sich verliebt in Lean. Ist da so ein, sagt man dazu, so ein Fucking Boy oder so, irgendwie, so ein One-Night-Stand-Man und so. Und jetzt sich den verliebt, aber Amy liebt sie und das geht halt hin und her. Und dann gibt es noch einen von Lieber, einen coolen Freund, Shane, der beste Charakter in der ganzen Serie. Der ist unterhaltsam, lustig ohne Ende, cool drauf. Sympathisch ohne Ende. Ich möchte ihn total sympathisch leiden. Wie gesagt, ist auch noch, dann noch eine Stiefschwester von Amy, Lorraine. Lorraine ist eine Intersexuelle, heißt das Wort, glaube ich. Aber die outet sich ja später in der Serie. Das war dann gar nicht so gesehen. Die sind zickig immer. Das ist so ein kleiner Wirbelwind, der mal über meckern ist die ganze Zeit. Und wie gesagt, auch sehr unterhaltsam, finde ich. Da gibt es drei Staffeln von. Drei, glaube ich, ganz gewesen. Da wird aktuell bei Paramount Plus gestreamt und die Serie müsst ihr mal reingucken. Wie er sagt, die ist sehr unterhaltsam, schön gemacht und nicht langweilig. Auf alle Fälle sehr unterhaltsam. Wenn die Serie guckt, ist man gut drauf, finde ich. Also echt gut gemacht und vor allem nicht so traurig und so. Aber geht, wie gesagt, hin und her. Es ist echt interessant, die Story. Okay, bis bald. Ciao.